Hallo Fahrradwohnwagenfreunde und Draußenschläfer, hier ist wieder euer Matthias und ich melde mich heute mal von draußen. Natürlich, das Wetter ist bombastisch heute, es ist schon sehr, sehr warm, fast schon heiß, zum Glück auch ein bisschen windig, da schwitzt man nicht so viel. Und ich mache hier an diesem schönen Fleckchen gerade ein bisschen Pause, weil ich bin nämlich gerade unterwegs zu einem guten Freund, den ihr bestimmt auch kennt, aber ich verrate noch nicht, wer es ist. So, heute bin ich allerdings nur mit meinem Fahrrad unterwegs. Also ich habe meinen Fahrradwohnwagen mal in meinem Schuppen gelassen. Das hat nämlich auch einen Grund, weil ich nämlich heute Abend in einem Bee-Turtle schlafen werde. Wie das dann wird, weiß ich noch nicht. Ich kann mir das auch noch gar nicht so richtig vorstellen, weil diese Bee-Turtle, die kann man ja so ein bisschen aufpumpen. Ja, das ist ja obenrum wie so ein Zelt. Und ich werde auf jeden Fall mal probieren, das heute aufzubauen. Und bin schon sehr gespannt, wie man da so drin schlafen kann. Ich werde auf jeden Fall später davon berichten. Genau. Jetzt bin ich vor ein paar Stunden losgefahren hier in Leipzig. Und da ist ja gleich schon ein Riesendesaster passiert. Ich muss das sagen, ich bin gerade so 6 Kilometer bin ich gefahren und habe dann einfach mal ein Video drehen wollen. Ich habe ein bisschen Landschaftsaufnahmen machen wollen von Leipzig. So, da war ich damit fertig. Dann steige ich auf mein Fahrrad. Und was ist dann passiert? Hose gerissen. Unfassbar. Ich kann es einfach nur sagen, mir ist komplett die Hose gerissen. Ich habe schön lässig meinen Bein über den Sattel geschwungen und dann macht es einmal kracht und dann war ein völliger Schlatz in der Hose. Und ja, es tut mir auch wirklich leid um die Leute, die das miterleben mussten und hoffentlich haben es keine Kinder gesehen. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben, schnell wieder zurückzufahren, denn ich hatte Glück. Es waren ungefähr, ich war 6 Kilometer noch von meiner Arbeitsstelle entfernt, wo ich auch meinen Fahrradwohnwagen untergestellt habe. Und da habe ich ja zum Glück schon Klamotten drin, weil der ist ja schon gepackt für meine Europatour. Und da konnte ich schnell die Hose nochmal tauschen und nochmal wechseln und habe dann meine Fahrradhose jetzt an. Puh, Gott sei Dank. So, und jetzt mache ich erstmal hier ein bisschen Pause und zeige euch nochmal ein paar Videoaufnahmen von der schönen Landschaft. Denn es war bis jetzt sehr toll, hierher zu fahren und ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Aufnahmen. Bis später. Ja, meine erste Aufnahme habe ich hier gemacht auf der Sachsenbrücke. Diese Brücke ist sehr bekannt, ist auch gesperrt für Autos und sobald das Wetter schön wird, treffen sich dort ganz viele Menschen, jung und alt, und sitzen zusammen, trinken gemütlich etwas oder machen auch Musik zusammen. Ganz genau. Und die Brücke, die liegt an der Weißen Elster. Ein sehr, sehr schöner Fluss, den man hier sehen kann. Einfach ein Paradies zum Verweilen, zum Anschauen. Einfach die Natur genießen. Genau, und um den Höhenunterschied auszugleichen, gibt es auch ein paar kleine Schleusen für Paddler und andere Wassersportler, damit sie einfach sicher über die Weiße Elster kommen. Ja, das ist der berühmteste See sozusagen in Leipzig, das ist der Kosbudener See. Hat sogar einen kleinen Sandstrand, ist auch relativ nah am Stadtkern. Und es ist ein sehr schöner See mit einem ganz tollen Wasser. Hier habe ich ein bisschen Pause gemacht. So, und wenn ihr jetzt schon den Städtenamen dort oben seht, dann wisst ihr vielleicht schon, wo ich eventuell hinfahren könnte heute. Ja, und zwischendurch habe ich mir gedacht, Mensch, das Wetter ist so heiß. Naja, steige ich um auf die Bahn, aber ich habe mich dann doch fürs Fahrradfahren entschieden. Genau, hier sieht man nochmal so einen Nebenkanal der Weißen Elster. Übrigens ganz in der Nähe vom Zwenkauer See. Kann ich nur empfehlen, müsst ihr auf jeden Fall mal hinfahren. Auch ein ganz, ganz toller See. Ja, und unterwegs noch vorbei an tosenden Wasserfällen. Beeindruckt mich immer wieder. Wasser ist irgendwie mein Element, was ich mir unglaublich gerne angucke. Einfach klasse. Ja, und mein Weg führte auch an ganz, ganz engen Brücken vorbei. Und ich habe mir so überlegt, naja, wenn ich heute mit meinem Fahrradwohnwagen gefahren wäre, wäre ich hier wohl durchgekommen. Man weiß es nicht genau. Es war sehr schmal. Ich habe leider kein Maßband mitgenommen. So, ihr Lieben, ich habe euch ja schon ein bisschen was verraten, dass ich heute mal eine Nacht in einem Bee-Turtle schlafen werde. Da steht das gute Ding. Jetzt habe ich halt nur so ein kleines Problem. Es sieht schick aus, es sieht kompakt aus. Aber ich wüsste jetzt nicht so direkt, wie man das aufbauen könnte. Aber ich weiß, wer mir helfen kann. Und ihr wisst es auch. Ich rufe mal kurz. Jörg! Jörg! Komm mal her! Mein Lieber, oh, zufällig bin ich hier in der Nähe. Schön, dass du da bist hier auf deinem Grundstück. Gut, dass ich ihn angetroffen habe.
Ach, stimmt, wir sind ja bei mir zu Hause. Richtig, weil ich habe jetzt ein Problem. Ich kann jetzt den Beater nicht aufbauen. Kannst du mich einweisen? Das mache ich gern. Das ist schön. Okay, also ich gebe Anweisungen und du machst alles. So ist das ja hier bei dir. So gefällt mir das, ja. Wenn ich selber nichts machen muss. Gut. Wollen wir gleich starten? Wir starten. Ich will ja drin schlafen heute. Okay, also hier in dieser Hülle befindet sich ja der eigentliche Beetle. Deswegen musst du erstmal die Hülle öffnen. Okay. Da sollte irgendwo ein Reißverschlussanfang sein. Ja. Such mal selber. Ach so. Ich bin ja nur derjenige, der eigentlich sagt, dass es hier einen Reißverschluss gibt. Genau, wir gucken mal, wie lange ich brauche. Ich gebe mal ein bisschen Gas. Brauchen wir ja nur eine Stoppuhr. Können wir ja anhand der Videolänge sehen. So. So, und das wird jetzt zusammengerollt. Hier, die Hülle. So, ich mach mal einen Anfang. Ja, so. Ja, das war's. Ja, nochmal. Wir können nur zu zweit rollen. Los. Teamwork. Wir sind ja normalerweise bei dem Modell zu zweit unterwegs, weil genau. Das ja der Duo-Turm ist. Okay. So, und jetzt, also ich muss jetzt dazu sagen, das ist für mich auch Highlight, weil das ist nämlich das neue Modell. Ja. Du kannst auch mal ein bisschen näher kommen und mal ein bisschen gucken, was wir hier so machen. Das ist das neue Modell. Ja. Kann sein, dass es von den alten abweicht. Okay. Aber hier scheint schon mal das gleich zu sein. Hier sind nämlich zwei solche Bänder. Da drüben ist auch eins. Und hier ist ein Verschluss und da musst du das so einbasteln. So. Okay. Also ein Band. Da oben dran, an diese Öse da. An die Öse, ja, das macht man eigentlich erst, nachdem man hier diese Stange an dem befestigt hat. Das wusste ich noch nicht. Ja. Ach, übrigens gibt es auf meinem YouTube-Kanal, wer ihn noch nicht kennt, eine Aufbauanleitung detailliert. Dem das hier zu schnell geht, wir sind ja jetzt hier auf Zeit, ne? Genau. Da kann das dann noch mal detailliert sehen. Jo, jetzt haben wir das hier schon mal festgehakt. Jetzt können wir das hinstellen und das andere Bändchen wird am Anhänger befestigt. So, am Anhänger gibt es da so eine, zumindest gab es die ja, oben an den Holm so eine längliche Öse. Findest du die von alleine? Ja, das ist mal gucken, am Holm. Das muss ja hier drunter sein, ne? Ja, genau. Ja. Mhm. Richtig. Okay. So, jetzt können wir das hier schon ein bisschen so schräg stellen. Ja. Ach, lass mal einfach los. Okay. So, Kameramann. Folge uns unauffällig. Dasselbe machen wir nämlich jetzt auf dieser Seite. Allerdings geht es hier einfacher, weil hier gibt es bis ein Schnürchen. Und hier ist diese Schlaufe, da muss es auch so eingegangen werden. Ja? Genau. Können wir das hier gleich durchziehen. Ne? So, einfach drauflegen, einmal rum. Ja. Zack. Und das Ding hier unten abziehen noch. Jetzt wieder eine so eine Öse, kann man gar nicht übersehen. Einhaken. Mhm. So. Jetzt schauen wir mal. Eigentlich liegt das Zeug hier drinnen. Warum ist da nass? Es reingeregnet. Der ist nass. Na super. Ja, ich muss ja nicht drinnen schlafen heute Nacht. Ach, du musst ja drin schlafen. Ja. Tut mir schrecklich leid. Unglaublich. Ich habe extra für dich draußen stehen lassen. Es muss wohl geregnet haben. Ja, sehr schön, sehr schön. Schau mal, wir zeigen mal das Ventil. Hier ist ganz wichtig, dass man das hier oben macht. Das muss oben sein. Aha. Damit es zu ist. Ach, das kannst du aufdrehen, ja? Oder? Ja, wenn man das so macht, ist es offen. Alles klar, ich verstehe. Also reindrücken und drehen, ist es offen. Ja. Wenn wir jetzt pumpen würden und ziehen das ab, dann geht Luft raus. Ja, das wäre nicht gut. Und wenn wir es schließen, durchs Pumpen drückt es immer runter. Ja. Wenn wir es abziehen, bleibt die Luft drin. So, mir zeig mal, was du kannst. Jetzt pumpen hier, oder was? Ja. Jetzt hätte ich nicht schon genug arbeiten müssen hier heute. Ihr seid schon bei 6 Minuten. Geht jetzt auch ein bisschen schneller vielleicht mal. Ist das denn hier richtig draufgesetzt? Die geht ja hier raus, ne? Nee, das ist alles richtig pumpen. Ja? Okay. Klang so, als wäre hätte ich hier die... Matthias. Was für Mucki ist, ist das nur Luft oder was? Oh, jetzt bin ich einmal abgerutscht hier. Versehen. So, und jetzt das Ganze mal in schnell. Guck da, was? Bist du ja. Der zeigt aber nichts an hier oben. Ja, denkst du, das geht so schnell? Mit einer riesen Matratze. Meine Güte. Das ist der Arbeitsschritt, den ich in meinen Videos immer im Zeitraffer zeige. Weil wir zeigen ihn heute in voller Länge. Also für so Schwächlinge wie Matthias gibt es auch elektrische Pumpen. 7 Minuten, ihr Quatschköppe. Mal abrutschen, oh, schon wieder. 7 Minuten. Oder man sieht es als Ausgleich zur anstrengenden Fahrradfahrt, die heute hinter dir ist. Fantastisch. Wie viele Kilometer hast du gefahren? Knapp 50. Mit oder ohne Umweg? Nicht unbedingt.
Vorher passiert da nichts. Man darf sich das ja nicht anmerken lassen, man muss immer lächeln dabei. Also wenn ich dich nur oben filme, sieht das... Wenn ich dich nur oben filme, sieht das aus wie so ein Springstock hier. Sind. Wie hießen die Dinger? Aber das haben wir eigentlich nicht vergessen. Das können wir nachher noch machen. Auf 8 DSI soll die nicht stehen. Was? Ja, die muss auf 8 stehen, sagt der Jörg. Ja, 6 oder 8. Aber das müsste jetzt... Bei dir mal 8. Übrigens, müsste jetzt schnell gehen. Gehen am schwersten, ne? Ich wollte gerade sagen, ich mache auf jeden Fall 10. So. Nee, 8 ist okay. Wir wollen ja nicht, dass die Matratze platzt. Die ist jetzt schon relativ hart, aber die muss halt noch härter werden, okay? Das war jetzt nicht gewollt. Die nächste Runde, würde ich sagen. Ja. Nee, das ist jetzt hier abgegangen. Ohne Scheiß, ich wollte es nicht. Ach. Ja, ich mach das jetzt, okay. An dieser Stelle machen wir mal einen kurzen Schnitt. Also das ist jetzt nur... Nee, das filme ich trotzdem. Nee, wir zeigen das alles. Wir zeigen das jetzt alles. Okay. Aber das ist ja echt doof. Deine Schandtaten kommen genauso mit rein, Jörg. Das muss ich jetzt mal kritisieren. Weil, guck mal, wenn ich das jetzt drehe... Geht er auf. Drehe ich ja nur den obersten Dings ab, siehst du das? Ja. Man muss übelst aufpassen, dass das unterste mitkommt. Wenn das unterste mitkommt, ist alles gut. Aber wenn nicht, ist doof. Also wird das nicht nur durch den Luftdruck runtergedrückt, sondern auch durch den Schnippedeus an sich. Ja. Komm, ich helfe dir. Ich hab mal Durst. Hast du was zu trinken? Ich helfe dir. Hau, ruck, hau. Ja, ist schon anstrengend. Ach Quatsch. So, 6 haben wir wieder. Jetzt muss ich jetzt genau aufpassen. Also das muss ich mir noch überlegen. So. Ja. Da muss man den Leuten, das Gute, ich das jetzt sehe, einen Hinweis geben. Nicht, dass sie zweimal pumpen müssen. Ja. Ich habe vorher hier gedreht. Ich muss ja das rausdrehen. Ja. Und aber hier oben, das ist abgegangen so. Ah, okay, ja, dann. Ja, das dürfte ich die Luft. Ja, hier. Okay. Jo, und der hat nicht das Problem, weil da so eine Gummilippe drin ist. Denn hier muss jetzt nicht so viel Druck drauf wie auf die Matratze. Nochmal drehen. Nur oder drauf, nur draufstecken. Okay. Oh, so, ich mache mal eine Pause und du machst mal. Mach mal eine Pause. Ja, ich übernehme gerne für dich. 5, 8, 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 8
Alles gut. Ja, ich werde vielleicht auch noch verstehen. Achso, hier. Ja, jetzt kann man das hier runterfahren und festspannen. So, genau. Jetzt machst du hier Hering rein und da. Und am Vorzelt brauchst du auch nochmal. Kommst du schwitzen, ne? Ein bisschen. Aber es liegt am warmen Frühling. Und unser Kamerakind heute, das war der Kai. Der Kai. Schön. Danke fürs Filmen, Kai. Ja, Jörg hat sogar meinen Namen vergessen. Oh, das ist traurig, das ist traurig. Danke dir, Kai. Nun ist es relativ spät am Abend. Ich glaube, wir haben jetzt so 23 Uhr. Und ich habe mit Jörg noch einen schönen Abend verbracht und er hat noch gegrillt vorhin und wir haben uns noch gut unterhalten. Und jetzt habe ich es mir im B-Turtle gemütlich gemacht und schau einfach mal, wie man hier so die Nacht da drin verbringen kann. Also bis jetzt fühle ich mich ganz wohl. Es ist sehr groß hier drin, sehr geräumig. Ist ja der B-Turtle hier für zwei Personen. Jetzt schlafe ich mal eine Nacht und werde mich morgen früh bei euch wieder melden und gucken, wie gut oder wie schlecht ich geschlafen habe. Also gute Nacht und bis morgen. Oh, die Kamera läuft ja immer noch. Also, nee, das ist mir jetzt ein bisschen zu privat. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Frühstücksservice. Morgen. Moin. Leute, ich fass es nicht. Guckt euch das mal an. Standort, Shelbys Abenteuer Frühstück. Das ist ja echt klasse. Ich danke dir, mein Freund. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus diesem wunderschönen B-Turtle. Eigentlich wollte ich direkt nach dem Aufstehen schon ein Video für euch machen. Aber da kam ja hier der Gastgeber des Hauses, der Jörg, mit einem wunderbaren Frühstück mit geschmierten Brötchen und einem frischen Ei. Und ich muss sagen, ich habe schon lange keine geschmierten Brötchen mehr bekommen und noch einen Kaffee dazu. Das musste ich leider vorziehen. Also, jetzt habe ich schön gefrühstückt. Und vielen Dank, lieber Jörg, nochmal. Tolles Frühstück, echt klasse. Und jetzt mache ich nochmal ein kurzes Video hier aus dem B-Turtle heraus. Wie habe ich geschlafen im B-Turtle? Ich habe sehr gut geschlafen. Allerdings war es nachts ein bisschen stürmisch. Davon bin ich immer mal wach geworden. Aber ansonsten ist es hier urgemütlich in diesem B-Turtle. Und ich bin auch sehr überrascht über die Qualität und wie stabil das hier alles auch ist. Man kann hier sehr gut drin schlafen. Das ist ja der B-Turtle auch hier für zwei Personen. Und demnach hatte ich hier sehr viel Platz drin. Und auch diese Teile hier, wo dieser Luftschlauch drin ist oder so, das ist so hochwertig gebaut und so stabil. Also ich bin schon sehr erstaunt, vor allen Dingen, wie kompakt man den auch letztendlich zusammenbauen kann. Und der Aufbau, ich muss noch mal gucken, wir haben das ja aufgenommen, ich glaube, es sind so 12 bis 15 Minuten. Also jetzt war ich ja eine ungeübte Person, kriegt man wahrscheinlich auch ein bisschen schneller hin. Das geht alles sehr, sehr gut. Was ein bisschen anstrengend war, ist schon das Aufpumpen, das muss man wirklich sagen. Dafür hat man auch eine schöne Luftmatratze hier drauf, auf der man schlafen kann. Aber es ist schon anstrengend, das muss man wissen, ne? Also wenn man jetzt jeden Tag rumreist mit so einem B-Turtle und man müsste den immer ständig aufpumpen, da ist man gut im Training. Aber das ist ja auch okay, wenn man unterwegs ist. So bleibt man auf jeden Fall fit. Und was ich auch klasse finde hier an dem B-Turtle, das seht ihr jetzt nicht, sondern das ist praktisch auf der Seite hier vor mir. Das ist ja noch dieser kleine Aufenthaltsraum, der noch mit da dran ist. Also so nenne ich das mal, so ein Vorzelt. Und das finde ich klasse, weil da könnte man sogar noch einen kleinen Stuhl reinstellen, einen Minitisch oder so. Oder könnte da irgendwie noch zu zweit dran sitzen. Finde ich, ist schon echt klasse durchdacht hier drin und macht schon Spaß. Genau. So, und jetzt werde ich gleich mit Jörg noch den B-Turtle wieder abbauen und noch ein bisschen quatschen, mich auf seinem Hof noch ein bisschen umgucken, weil das hier super spannend ist. Und dann fahre ich erstmal wieder nach Leipzig zurück. Ja, das war mein Video hier zur Übernachtung in einem B-Turtle und hier auf JP's Abenteuerhof. Und wenn ihr Lust habt, gebt doch mal auf seine Webseite. Ne? Ich blende die nochmal ein, jpsabenteuerhof.de. Und ich kann nur empfehlen, geht mal hierher, fahrt mal her, besucht mal den Jörg, weil sein Abenteuerhof ist super spannend. Hier gibt es unglaublich viel zu entdecken. Also wer Pferde, Kaninchen und noch andere Tiere sehen möchte, ja, kommt doch einfach mal hierher. Und er hat ja auf seiner Webseite auch viele Angebote, die man buchen kann. Es ist super spannend. Und nebenbei ist der Jörg ja noch eine super nette Person, ein ganz toller Mensch, kann man wirklich nur mal sagen. Also so empfinde ich das und habe mich hier sehr wohl gefühlt. Und ich wünsche euch eine gute Zeit,
Abonniert doch gerne meinen Kanal, würde ich mich auch freuen. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Tschüss.